Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Ach du Scheiße, sind hier viele. Assassin's Creed Black Flag mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir müssen uns hier durchschleichen, irgendwie. Da ist ein Krokodil. Irgendwie. Oh. Kacke. Wie soll das denn gehen? Aber ich kann nur da lang. Ich muss es einfach probieren, wenn der wegläuft. Schnell, schnell. Oh. Meine Fresse. Noch jemand. Jetzt kommt die her. Ich wollte gerade zuschlagen. Das sieht die da aber, wenn ich da jetzt angreife. Ist das gemein. Mann, er hat's wieder nicht gemacht! Oh, Glück gehabt! Oh, das. In dem Moment dreht sie sich um. In dem Moment. Die ganze Zeit stiert sie in eine Richtung. Echt, ey. Mal gucken, wo ich jetzt bin. Scheiße, genau hier. Hier konnte ich lang kriechen. Jetzt muss ich warten, bis sie weggeht. Dann bin ich da vorbeigekommen. Die muss da oben hin. Ach, Mensch, was stöhnst du denn darum? Mann. Wie so ein alter Opa. Wie so ein alter Mann. Das kann dauern. Ich kriege mal schon in Position. Ich kann auch hier nicht pfeifen. Die stehen viel zu dicht. Ist auch ein bisschen übertrieben. Ach, spring doch einfach. Mach doch einfach mal schneller. Hat doch beim ersten Mal geklappt. Warum klappt es denn jetzt nicht? Komm, ran hier. Rein ins... Und dann hier hin. Und dann hier lang. Ich muss warten, dass er wegguckt. Sie muss weggehen. Jetzt gucken wir mal, was er macht. Jetzt guckt er genau dahin. Pass auf, wenn ich jetzt loslaufen würde, dann würde er sofort zu mir gucken. Jetzt guckt er wieder in unsere Richtung. Jetzt kommt sie her. Okay. Attentat. Oh, ich hau ab. Die stöhnt mir zu doll. Er geht wieder nicht hoch. Sie kommt her.
jetzt muss ich mal genau beobachten. So, er geht da hinten hin. Jetzt bin ich hier. So, wir warten mal, bis er wieder vorbei ist. Da kriegt er auch noch Währung. Das darf er nicht mitkriegen und er muss in die andere Richtung gucken. Da gucken doch noch die Füße raus. Jetzt ist er auch dran. So, wartet mal. Komm mal hierher. Genau. Der schreit ja genauso wie die Frauen. So, die haben wir. Die Kiste darf ich haben. Die Kiste! Geh rüber. So, jetzt warten wir, bis sie wiederkommt und weggeht. Und dann gehe ich da rüber. Vorher nicht. Kein Risiko eingehen. Gleich. Geh weg! Frau, geh weg! Ja, das ist gut. Komm, schlaf! Du brauchst dein Schönheitsschlaf! Und ich brauch dein Zeug. So, wie kommen wir da jetzt hin? Soll ich jetzt etwa hier rumholen? Ach du Kacke. Oh, da geht er schon wieder los mit seinem A. So. Die sind aber beide ziemlich dicht nebeneinander. Ich lasse sie mal weggehen. Kommt sie gleich her? Das gefällt mir nicht. Er guckt her. Guck weg, jetzt. Das ist immer ungünstig. Weil er dann herschaut. Da kann ich das nicht machen. Dreh dich um, Kerl. Kommt sie dichter? Oh, das gibt's doch nicht. Und wenn ich pfeife, wenn er herkommt. Komm her. Was ist das denn? Warum hackt er denn da rein? Mal gucken, wo ich jetzt wieder steck. Oh nö. Das ist aber übertrieben blöd hier gelöst mit den Spielständen. Das ist wirklich doof. Also, ich glaube, die Stelle habe ich damals auch gehasst. Na geh. Wer hat mich gesehen? Hat geklappt. Ich kann nicht laufen. Ich drücke die ganze Zeit und die Figur bleibt, macht nichts. Also ich habe den Klöppel vorgedrückt und... Ah, jetzt siehst du, das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Dass beide kommen. Komm
Kommt sie her? Komm hierher. Es geht wieder nicht. Ich drücke X. Oh. Einmal versuche ich noch, dann mache ich das offline. Das macht ja keinen Spaß. So. Das können wir ja nun schon auswendig. Aber dass man dann so weit zurückgeworfen wird, also Leute, Spieleprogrammierer oder Entwickler, das motiviert alles oder motiviert einen überhaupt nicht. Jetzt habe ich einmal kurz X gedrückt, jetzt macht er es. So wie es sich das gehört. Mann, das Spiel ist 2 Jahre alt. Da sollten solche Fehler nicht mehr vorkommen. Kommt sie? Ja. Es war auch wieder knapp. Ich will dein Zeug. Oh, hat sie gegrunzt dabei? Das lockt die nicht an. Mit der Typ. Ich denke, du bist ein Assassine. Und er schreit immer noch wie ein Mädchen. Jetzt sind die beiden da oben wieder. Ich darf ja keinen töten. Sie ist kein Problem. Was würde ich drum geben, wenn das hier speichern würde? Ist denn die Zeit da? Eigentlich reicht das. Ich markiere mir die beiden schon mal. Ich hab gedrückt. Nicht wieder laut stöhnen. Ja. Wenn er geht. Die da hinten sieht das nicht. Wenn er geht. Sie ausschalten und dann gleich ihn ausschalten. Mal gucken, ob das klappt. Schnell ins Gebüsch, ins Gebüsch! War nix. Die liegen da bloß. Die ist jetzt sensibilisiert. Sie da, oh Gott. Scheiße. Oh Mist. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich hin? Ach, der ist hier. Die ist hier irgendwo drinne. Ich sah schon sie zu ihm. Die gucken beide in unsere Richtung, ne? So. Die ist da hinten. Warte, bis sie wieder weggeht. Wo soll ich den finden? Mann! Hallo? Warum speichert denn das jetzt? Ach da! Auf einmal ist es da. Dreh dich mal um, Frau. Dann brauche ich ja bloß da in das Gebüsch.
guesses, kid. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben, nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Ihr tötetet? Er hat den Sinn, Mentor. Und du hast keine Hose an. Ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ah, ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Sorry. Komm mit. Das habe ich nicht geschafft. Na gut. Scheiß Schatzkisten. Und das mir? Ja, ich weiß. Ich halte den rechten Button um. Oh. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Atabai? Ach nee. Dann ist das alles so eine Art Religion? Die Assassinen folgen einem Credo. Ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Welche Blöcke? Ach, die da. Kann ich denn hier irgendwo klettern? Nein. Vielleicht da drüben? Das sieht mir so aus, als ob ich mich da festhalten könnte. Und dann an den Wurzeln die lang. Die Blöcke da oben sehen aus, als könnte man sie bewegen. Ja, du stehst gut da unten. Oh, es ist Frauen, Alter. Und wie das alles also funktioniert noch nach so vielen Jahren. Haben, ne? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Klettern wir mal rüber. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Schon wieder? Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann. Ja, wir sind doch schon oben rüber. Wo ist sie jetzt hin? Mann. Super gemacht. Ich kann da nicht hinschwimmen. Was ist denn das hier? Hallo? Was war denn das jetzt? Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Rechten Trick erhalten, um schneller zu schwimmen. Ja, toll. Guck mal, was macht der denn hier? Hallo. Der dreht sich, schwimmt im Kreis.
Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Ach, schön. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt ja, das hoffe ich auch. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Ach, das ist doch wohl lächerlich. Kletter hoch. Ich bin Tomb Raider erfahren hier, ja? Komm. Komm, komm. So, hier kommen wir hoch. Sieht jedenfalls so aus. So. Den Tempel erreichen. Da sind doch bestimmt noch Fallen. Das ist alles? Das Rätsel der Statue lösen. Den ich für deinen Mentor ansehen soll, sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, Hebel nehmen. Ich gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert. Aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Benutzen, um den Hebel zu drehen. Kann man das hier irgendwie Hebel loslassen? Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Ja, ich weiß. Ei, die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Ich kann ja, man dreht immer nur im Ganzen. Ich mach ja nicht viel. Und dann kann ich den Hebel nur loslassen. Und jetzt kann ich hier irgendwas machen. Hier kann ich hochklettern. Nun geh doch rauf. Ja. Die falsche Position. Gut. Geht das hier auch? Oh, meine Güte. Nerv nicht. Hallo. Man kann die so hochfahren. Lass einfach los. Komm. Ich mach das jetzt, dann wird die Folge jetzt ein bisschen länger. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Nee, die kann man nicht bewegen. Geh mir mal zur Hand, Kenway. So, ich drücke. Jetzt kann man, glaube ich, hier... Das war gut. So. Kannst du mal loslassen? Hebel nehmen. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Na, nun komm, dreh. Will Feierabend machen. Komm. Ach, Mensch. Hand, jetzt war ich selbst so ungeduldig. Komm. Wir müssen den hier. Es ist ja eigentlich nicht schlimm. Wir müssen den jetzt hier. Bewegst du dich mal? Danke. Hoch, 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 hoch. Es ist unverständlich, wenn man die ganze Zeit den ollen Klöppel hochdrückt oder zur Seite drückt und die Figur macht nichts. So. Muss ich warten, bis die Animation vorbei ist. Jetzt gehe ich hier hoch. Das schaffen wir noch. So. Komm, 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 komm. Muss man sich auch angucken, kann man nichts gegen machen. Geh mir mal zur Hand, Kenway.
Hallo. So, einfach den nur in die Position bringen. Hebel loslassen, hochklettern. Und dann hoffe ich, dass das speichert. Sonst heul ich, wenn ich das nächste Mal weiterspiele. Tatsächlich, eine Tür ist aufgegangen. Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es, sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Aha. Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Das vergrabene Geheimnis des Weisen. Wie alt ist der Typ denn? Das ist ja unglaublich. Der muss ja schon hunderte oder tausende von Jahren alt sein. Oder wenigstens tausend Jahre. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie man das jetzt einschätzen kann. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Es geht noch weiter. Schweig! Die Statue in diesem Tempel. War das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlasst das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Okay. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Aha. Ein Blasrohr. Na toll. Ich hoffe, das speichert wenigstens. Das Blasrohr ist eine effektive, lautlose Fernwaffe, die mit Schlaf- und Berserkerpfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile im Gemischtwarenläden kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Schlafpfeile versetzen ihre Gegner für einige Augenblicke in Schlaf. Rüsten sie sie mit aus und zielen sie mit linken Trigger, schießen sie mit rechten Trigger. Y drücken, um auf einen hervorgehobenen Gegner zu schießen. Fein. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Ist ausgewählt. Leise und effektiv, nicht? Gute Nacht. Er speichert. So, 14 Gefangene befreien. Na toll. Nächste Folge. Aber hier kann ich mich auch dran erinnern. Das machen wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Jetzt nicht mehr. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Und danke fürs Zuschauen.